unverzüglich. Zack. Sie, ja. Oh, das geht jetzt langsam. Lauf, 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 verbergen. Ja, also, dass sie so blöd sind, dann nicht einfach auf die Stelle weiter drauf einschlagen, wo sie verschwunden ist, aber ne, hier. Und verbergen. Es könnte nur, sich nur um Stunden handeln, bis ich hier wieder aus der Klemme rauskomme. Lauf, lauf, verbergen. Heile, 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 heile. Lauf, 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 verbergen. Geht zurück auf eure Posten, verdammt. Ihr habt doch sonst nichts Besseres zu tun. Würde ich mal so annehmen. Verbergen. Und ja. Ich hoffe, ich muss jetzt diesen Weg hier nehmen. Zack. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh, ihr seht mich doch. Jetzt seht ihr mich nicht. Okay. Laufen wir einfach mal weiter. Hoffen wir, dass sie uns nicht erkennen. Zack. Befreien wir mal, was auch immer in diesem Käfig ist. Ein Fellbock. Was macht er? Er tut jetzt er den Unheilshüter hier beschäftigen. Allerdings nur beschäftigen. Und nichts weiter. Lauf, bevor dieser Fellbock drauf geht. Verkrüppeln tut die Angriffsrate und die Beweglichkeit. Ja. Verringern. Ist ab und zu relativ nervig. Da wir, bevor die Nacht endet, nämlich im Nachtelfendorf ankommen müssen. Hm? Ja, was ist denn da passiert? Er hat natürlich keine Ahnung. Aber wie dem auch sei. Wir machen uns weiter auf den Weg. Zack. Kannst nichts machen, ne? Es tut mir ab und zu leid. Ja, das ist etwas. Eine etwas langweiligere Mission mit Druidenbeutel. Und unsere verbündete Stadt wird von den Untoten angegriffen. Aber sie scheint sich doch ganz gut, ja, erstmal wehren zu können. Zumindest so für eine Weile. Und dann, okay, machen wir mal weiter und schauen, was es hier noch so gibt. Und wir. Oh, eine Brücke. Aber. Zack. Was ist denn hier hinten? Zack. Du wirst mich nicht verkrüppeln. Nicht noch einmal. Ist hinten noch irgendetwas? Zack. Zack. Nee, hinten ist nichts mehr. Warum habe ich jetzt nachgeschaut und Zeit verplempert? Ich habe keine Ahnung. Kann jetzt bitte mal das Verkrüppeln weggehen? Das wäre außerordentlich nett. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht. So sei es. Wie die Göttin. Okay, jetzt können wir endlich die Brücke hier überqueren. Und hier haben wir dann Menschen. Wie wir gleich sehen werden. Die Göttin ruft. So sei es. Die Lunador-Priesterin. Wir stehen euch zur Verfügung. Für Kalendor. So. Nehmen wir natürlich den Heiltrank mal mit und schauen, ob hier irgendetwas ist. Aber jetzt haben wir zumindest ein paar Verbündete. Die können sich, glaube ich, auch dann immer gleich verbergen. Oh ja, wir zerstören das Lager und da ist natürlich auch ein Mensch drin, der dann rauskommt und uns angreift. Genau. Zack. Ja, aber ihr könnt euch gegenseitig abschnetzeln. Ja, also so. So. Man muss einfach mal ein bisschen vertrauensselig sein, oder? Ah ja, der Mantel der Intelligenz könnte uns unter Umständen noch nützlich sein. Aber ich glaube, die Schlacht, also wer wird die Schlacht hier gewinnen? Ich glaube, die Untoten. Wenn ich mir das anschaue, die Stärken. Ja, die Untoten werden höchstwahrscheinlich gewinnen, da sie einfach mehr Einheiten haben. Ich würde auch mal eine Einheit angreifen, nicht Zehntausende. Oder? Das könnte knapp werden. Es könnte fast in einen Unentschieden enden, wenn denn nicht die Fleischwagen hier wären.
Und noch zwei übrig. Der Fleischwagen wird gerade platt gemacht. Ja, wir verbergen uns schön weiter und lassen uns nichts anmerken. Pfeifen ein wenig herum. Und wir haben nur begrenzte Zeit, so. Bewegt euch. Wir holen uns die Mantel der Intelligenz jetzt und hauen ab. So. Und nehmen das Portal hier. Zack, zack, zack. Oh, ein Brunnen der Gesundheit. Heile, heile, heile. Und hier haben wir übrigens ein paar weitere Einheiten, die uns unter Umständen auch noch nützlich sein können. Und hier haben wir jetzt die nächste Einheit, die Jägerin. Auch eine Nachtelfeneinheit. Und ja, wir müssen uns jetzt von den Schemen fernhalten. Also die Schemen, die wir auch schon in ein paar Missionen benutzt haben. Und ja, die Schemen, die können uns sehen, was schlecht für uns ist. So. Nö, ihr seht uns nicht. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht, habe ich gesagt. Zack. Natürlich kann ich mich vor euch verstecken. Es ist natürlich auch lustig zu sehen, dass ihr hier einfach nicht weiterlaufen kann. Zack. Und hier haben wir dann einen Steingargol. Rolle der Heilung brauchen wir eigentlich gar nicht. Und ja, hier haben wir jetzt ein paar Gargols. Sie bewachen einen Schatz. Oh, da ist ein Schemen. Den werden wir mal ganz schnell auslöschen. Und wir laufen weiter. Laufen, 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 laufen. Zack. Laufen, 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 laufen. Und Schemen töten. Eure Schattengabe wird euch nicht vor uns verbergen. Doch, wird sie, wenn ich nämlich die komischen Schemen kille. Dann wird sie mich, ja, außerordentlich gut verbergen. Siehste? Weiterlaufen. Nächster Schemen. Okay, hier sind jetzt ein paar Menschen. Rolle des Schutzes. Ah, nö. Die könnte sich mal gerne um den Dämonen kümmern. Da habe ich gar kein Problem mit. Und, oh, die haben eine meiner Einheiten hier hinten getötet. Und warum werde ich jetzt aufgedeckt wegen dem Schemen hier? Da werden wir den einfach mal umlegen. Zack. Verbergen. Laufe deinen Weg weiter. Zack. Ist das Verkrüppeln jetzt endlich mal vorbei? Okay, hier ist schon das nächste Tor. Und das werde ich zerstören. So, hier können wir hoffen. Kann man hier weitergehen? Ja, nach oben. Hoffen wir doch mal so. Und mittlerweile haben wir doch schon eine ganz ordentliche Streitmacht zusammenbekommen. Gucken wir erstmal, ob man hier weiterlaufen kann. Scheint so. Okay. Dann machen wir das nämlich auch gleich einmal. Und ist auch immer mit Verkrüppeln bestückt. Also wie lange hält denn das an? Ja, du bist geil. Machen wir weiter. Ich habe nicht die ganze Nachtzeit, verdammt. Ich habe wirklich nicht die ganze Nachtzeit. Ich glaube, ich muss ja fast jetzt durchrennen. Am Ende wurde es wieder ein Fail. Oh Gott, nein. Nehmt den schnellsten und direktesten Weg dort nach unten. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ist mir jetzt relativ rille. Ich gehe jetzt einfach durch. Spießrutenlauf. Passt. Lal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 a. Oh, nein, hier lang. Zerstört das Lager. Boom. Da steht die Tor. Jetzt. Sofort.
Renn. Renn um dein Leben. Schwein gehabt. Tirande, gelobt sei Elun. Ihr habt es geschafft. Die Untoten kamen wie aus heiterem Himmel und griffen unser Dorf ohne Vorwarnung an. Ishnudaldieb, Chandris. Wir haben ein größeres Problem. Die Untoten wurden von der brennenden Legion hergeschickt. Unseren alten Feinden. Gegen diese Übermacht bleibt uns nur eines. Wir müssen die Droiden weg. Und ja, also die letzten paar Minuten habe ich hier schlecht als recht irgendetwas gemacht. Aber nun ja, man hat es trotzdem hinbekommen, irgendwie. So, ja, damit habe ich jetzt diese Mission auch erfolgreich abgeschlossen, so sehe ich das zumindest. Und ja, dann werde ich mich das nächste Mal dann um die nächsten paar Missionen kümmern. Und ja, falls ihr euch das angeguckt habt, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und Kratz Games sagt ciao und lasst es euch gut gehen. Goodbye.